Graf Markus will das Herzogtum von Augsburg und daraus macht er kein Geheimnis. Er hat jetzt eine Fraktion gegründet, die ihn auf diesen Herzogthron bringen soll. Und da werden wir mal sehen, wer sich dem Ganzen anschließt. Schön wäre natürlich, wenn sich hier noch sein Neffe mit anschließen würde. Das ist auch mit Abstand der mächtigste Vasall hier noch im Herzogtum. Die anderen sind eigentlich nicht wirklich entscheidend, wie zum Beispiel hier Graf Dietpold, der möchte ja selbst Herzog werden, aber das kann er sich gehörig abschminken. Jetzt haben wir natürlich uns noch ein bisschen zu gedulden, denn die Einnahmen, die sind jetzt zwar schon ganz ansehnlich, ich glaube, wir verdienen jetzt hier über 3 Gold im Monat tatsächlich, aber natürlich haben wir das gleich ausgegeben für weiteres Kriegsvolk und da muss natürlich noch einiges hinzukommen. Ja, und dann werden wir mal sehen, ob sich eine gute Gelegenheit ergeben wird, den Herzog herauszufordern. Und um uns herum, man sieht es, herrschen auch noch gewisse Konflikte. Wir können ja hier nochmal reinschauen, immer noch verteidigen gegen Herzog Rizzo, den Zweiten von Bayern, 22%. Das zieht sich jetzt hier schon eine ganze Weile dafür, dass die Kräfteverhältnisse eigentlich ziemlich eindeutig sind. Ja, aber es sieht ganz danach aus, als würde sich hier König Blasi tatsächlich behaupten können. Ja, und wir werden jetzt einfach mal die Zeit weiterlaufen lassen, vielleicht auch erstmal ein bisschen langsamer. Ah, und hier Bayern wahrscheinlich wieder geplagt, Häuptling Kornel überfällt. Wir können ja mal schauen, was das hier für einer ist. Von Marmaros. Ja, der überfällt wahrscheinlich hier diese kleine Provinz. Deswegen erhalten wir immer mal Nachrichten. Ich glaube, dieses Stück Bayern hat hier nicht kein allzu glückliches Dasein. So kann man es, denke ich, beschreiben. So, sie ist jetzt eine Frau. Es ist schon eine ganze Weile her, dass ich meinen alten Schwarm Berchte gesehen habe. Selbst nach all den Jahren sucht mich zur Mitternachtsstunde noch der Gedanke an sie als meinen Kinderschwarmheim. Moment mal. Wir haben doch schon einen Kinderschwarm hier gehabt und auch erobert. Bürgermeisterin Kriemhild von Lister, mit der wir jetzt ja übrigens sogar einen Bastard gezeugt haben. Ja, und scheinbar hat der recht vielen Frauen hier hinterher geschwärmt. Er gilt ja als gefühllos, aber nicht lustlos, so wie es aussieht. Ist natürlich die Frage, wie wird er sich hier entscheiden? Vielleicht sollte ich endlich meine Gefühle kundtun. Ich werde meine Liebe gestehen oder ich muss diese kindischen Gedanken abschütteln. Wir hatten ja gesehen, dass er davon nicht wirklich Halte macht. Und ich denke aber nicht, dass wir automatisch, weil wir das bei ihr bejaht haben, diese Option, dass hier identisch verlaufen muss. Wir machen daraus einfach wieder eine 50-50-Entscheidung, hätte ich gesagt, und würfeln das Ganze aus. Und ich würfel eine 2. Das bedeutet auch hier, ich werde meine Liebe gestehen. Ihr und Berchte könnten eine Affäre beginnen. Also das steht noch nicht ganz fest. Wir gucken aber mal. Die ist jetzt hier 21, wandernd, gilt als hübsch, als gerecht, als unersättlich und gefühllos. Also die passen eigentlich ziemlich gut zusammen. Was haben wir hier? Sie ist allerdings fettleibig. Das sieht man ihr hier gar nicht an. Also nicht nur so ein bisschen fülliger, sondern wirklich ja ein schwerer gesundheitlicher Malus. Okay. Und dann ist natürlich bei sowas immer die Frage, kann sie hier irgendwie Probleme machen am Hof? Wenn ich mir das hier so ansehe mit dem Ränkespiel und so, naja, darauf kommt sie mir eh nicht an. Ich denke, er hat sich hier einfach in sie mal wieder verguckt, hat gesehen, wie sie sich entwickelt hat und ist ihr hier erneut, ja, verfallen, so kann man sagen. So, verschmähte Zuneigung. Offenbar sind meine Gefühle weiterhin einseitig. Berchte scheint an mir als Affäre keinerlei Interesse zu haben und ich bin untröstlich. Hier ist natürlich wieder die Sache. Gefühlskalt oder gefühlslos? Vielleicht lässt sie sich ja überzeugen. Würde er sich hier ins Zeug legen oder oh weh und einfach kein direkter Effekt? Wie energisch ist er hier? Wenn er jetzt lüstern wäre, würde ich sagen, auf jeden Fall, wir probieren es. Ja.
Da er aber nicht lüstern ist, denke ich, machen wir hier wieder eine 50-50-Entscheidung draus. Ist halt beides durchaus möglich. Ja? Wir wissen nicht, wie stark sein Verlangen hier wirklich ist. Und ich würfel eine 4. Er sagt einfach nur, oh weh, ist die Frage, ob ihn das jetzt wirklich dolle verletzt. Ja? Oder ob er das jetzt halt hinnimmt und sagt, naja, dann ist dem halt so. Hat halt nicht sollen sein. Okay, die Gefechte um uns herum, die werden uns jetzt erstmal nicht groß weiter interessieren. Was uns interessiert, ist vor allem hier die Kontrolle in Innsbruck. Und wir nähern uns hier schon den plus 4. Also das ist ja wirklich enorm. Wir sind jetzt schon lange Zeit wirklich dürftige Einnahmen gewohnt in diesem Let's Play. Und jetzt können wir hier endlich wieder das ernten, was wir ganz am Anfang mal gesät haben. Ja? So. Und unsere Frau, ja, unsere Frau, keine Affäre, gebar einen Sohn. Mit einem müden und doch glücklichen Lächeln überreicht Beatrice mir einen perfekten kleinen Sohn. Ja, wirst du eins sein, mein Kind? Und wie sollen wir dich nennen? Gundbert, das wäre natürlich ein traditionsreicher Name. Und das machen wir auch so. Mögest du stark und weise werden, mein Sohn. Ja, und das ist natürlich jetzt hier recht nett. Für uns, wir schauen nochmal rein. Wir haben jetzt hier drei Kinder. Die zuerst geborene Hedwig von Kempten. Dann Wernher von Kempten, 4 Jahre alt. Und jetzt Gundbert, der Zweitgeborene. Wir können auch nochmal reinschauen, wie es ihnen hier geht. Sie gilt ja hier als schlau. Gibt diverse Boni. Und Wernher gilt als herrisch. Okay, ich meine, das sei ihm hier mal gegönnt als Spielererbe. Und bei ihm hat sich hier natürlich noch nichts entwickelt. Weil er herrisch ist, ist er hier übrigens als einziger nicht von uns eingeschüchtert. Ja, unsere anderen Kinder hier, die haben Respekt. Ich drücke es mal so aus. Wir sollten aber, bevor wir hier zu diesem Ereignis kommen. Oh nein, nicht schon wieder hier Fürst der Mode, ich sehe es schon. Er guckt ja wieder wie so ein Wahnsinniger. Sollten wir vielleicht nochmal schauen, ob wir hier nicht doch noch eine gute Partie finden, oder? Für sie. Ich meine, 6 Jahre jetzt alt. Ja, hier. Häuptling Halfdan, ich glaub's wohl. Graf Megenhardt. Was ist eigentlich mit dem? Warum hat der denn hier niemanden? Der ist doch hier auf 16. Auch ein bisschen merkwürdig. So, wir gucken aber mal nach Bündnismacht. Denn das interessiert uns. Wir könnten hier Bündnisse schließen. Tatsächlich gen Osten. Polnisch. Russisch. Aber das sind hier 55-Jährige, das kommt ja sowieso nicht in Frage. Jetzt gucken wir mal weiter runter und ganz ehrlich, hier ist ja wirklich niemand, ja. Thomas von Nörvenich, Stadt von Heilbronn, 135 Mann, also das ist nix. Und dann sparen wir uns das. Also ich wäre hier durchaus geduldig, weil das sind keine Bündnispartner, die ich mir vorstelle. Wir bräuchten hier wirklich einen schlagkräftigen. Denn wenn die Sika-Dinger hier irgendwie wegfallen, dann stehen wir doch ziemlich alleine da, muss man sagen. So, während ich geduldig darauf warte, dass meine Kleider geholt werden, stottert ein Diener her. Niemand kann eure Kleider finden. Ich bin nur von Unfähigkeit umgeben, murmel ich und stürme aus meinem Schlafgemach. Im Zimmer meines Kindes Wernher entdecke ich nicht nur meine Gewänder, sondern auch die Amme meines Nachwuchses. Ich hatte nichts damit zu tun, Lehnsherr. Er hat sich selbst angezogen, meint Elisabeth mit einem Kichern. So, und wir sind ja auch schon hier als der Fürst der Mode bekannt, seit unserer Kindheit. Ist halt die Frage, ob wir bei solchen Sachen mitmachen. Oft herzlos und kaltblütig genannt. Und ist ja gleichgültig. Also hier kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Ich glaube, er sagt ja, dafür habe ich keine Zeit. Ja, und wir verlieren auch Anspruch, weil wir gefühllos sind. Und wir kommen einer Rivalität mit ihm näher. Also wirklich herzlich haben wir es mit ihm hier nicht. Wir haben halt Erwartungen an ihn, ja. Wir wollen ihn fordern. Oh, schaut mal jetzt hier. Plus 4,4. Jetzt geht's aber los. Plus 5,7. Schaut mal, wo das dann hingeht. Meine Güte. Und das ist ja auch so. Das wird ja auch immer mehr, ja. Je nach Entwicklung und so weiter. Jetzt würde mich mal noch interessieren. Das hier könnte man sowieso nicht weiter ausbauen, ne? Das hatten wir, glaube ich, voriges Mal schon geschaut. Und das andere wäre halt ein Fürstengebäude, die sind sowieso recht teuer. Daran können wir jetzt bei Zeiten sowieso nicht denken. Was ist denn hier los?
Als ich mich den Gemächern von Gräfin Beatrice nähere, also unserer Frau, höre ich einen markerschütternden Schrei. Kaum noch menschlich, voller Schmerz. Ich platze in den Raum hinein und finde Beatrice zusammengebrochen am Boden vor, völlig blutverschmiert. Sind das hier Nachwirkungen der Geburt? Was ist denn hier los? Der wertlose Arzt steht in der Ecke des Zimmers und wringt besorgt die Hände. Wer ist hier nochmal unser Arzt? Jetzt müssen wir uns das hier nochmal in Erinnerung rufen. Hartwig. Der hat einen hohen Bildungswert, ist aber sonst hier nicht sonderlich positiv aufgefallen, was seine Ausbildung angeht. Okay. Wie handeln wir jetzt hier? Das wird nicht wieder passieren, haben wir uns verstanden. Es wäre ein gescholtener Arzt, bedeutet Bildung plus 1, er verliert ja aber Prestige, er strengt sich halt mehr an. Gräfin Beatrice hat hier eine verpatzte Krankheitsbehandlung erhalten, das passiert halt sowieso und sie wäre hier entstellt, Fruchtbarkeit geht runter. Ich meine, kaltblütig könnten wir jetzt hier sagen, naja, wir haben ja zumindest schon ein paar Kinder gezeugt. Aber grässlich entstellt, was war das denn hier? Ich meine, das geht doch nicht. Krank, entstellt, verwundet. Haben wir hier noch irgendeinen Anhaltspunkt, was das sein könnte? Nicht wirklich, ne? Wir kannten alle die Risiken, es sei euch vergeben. Ich weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Legt ihn in Ketten. Ich denke, das wäre schon schockierend, dieses Ereignis hier. Wenn Hartwig erst einmal im Kerker schmort, kann ich immer noch entscheiden, wie weiter mit ihm zu verfahren ist. Das wäre hier ein Akt der Tyrannei. Würde ich eigentlich drüber hinwegsehen, weil das halt schon ein gravierendes Ereignis ist. Aber er gilt ja hier als gerecht. Und das möchte ich auch ein bisschen berücksichtigen. Ich denke, jeder andere würde ihn jetzt hier nicht direkt in Ketten legen. Oder wir könnten auch sagen, solche Verräter haben den Tod verdient. Sollte eigentlich noch mehr Anspannung geben. Ja, hier sollte man eigentlich noch einen Unterschied machen. Okay, also, ich weiß nicht. Sollten wir jetzt hiervon nur ablassen, weil wir gerecht sind? Vielleicht ist es halt wirklich so. Wir müssen halt mehr über die Situation wissen, ja. Wenn wir da mehr drinstecken und vielleicht sehen wir gar nicht ihn so als Schuldigen an, sondern das war halt irgendwelche Probleme nach der Geburt und das war halt schwer zu behandeln. Aber trotzdem sind wir natürlich hier nicht irgendwie froh gestimmt und wir werden ihm nicht komplett vergeben. Ich denke, wir wählen dann hier die Mitte. Das heißt, dass wir ihn hier schon schelten. Und sie ist halt entstellt, unsere Frau. Schwerer Malus, das könnte sogar passieren, dass es ihr hier... Ja, es geht hier schlecht. Immerhin ist sie noch recht jung. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass sie sich hier erholt. Ja, und vielleicht, er hat auch gemerkt, dass es ihr nicht allzu gut ging. Und er konnte gewisse Bedürfnisse wahrscheinlich hier in letzter Zeit auch nicht stillen. Deswegen hat er sich wahrscheinlich hier nach seinen Jugendschwärmen überhaupt umgesehen. Ja, hätte man das jetzt gewusst, wäre er vielleicht ein bisschen energischer gewesen, was die Verführung angeht. Seines ehemaligen Schwarms. Aber nun ja, ich meine, das kam jetzt halt danach, dieses Ereignis. So, also, das kann ja gar nicht mehr allzu lang dauern. Wir gucken nochmal rein. 6 Monate, das ist schon mal übersichtlich. Und dadurch müssten doch eigentlich auch die Aufgebote steigen, oder? Das müsste hier doch auch mit drauf gehen. Jetzt haben wir insgesamt hier 788 Mann. Da kommen ja sogar noch welche hinzu, wenn wir hier nicht mehr die Kontrolle erhöhen, sondern die Armee organisieren. Also wenn wir natürlich auch nochmal schauen sollten, ist, wie sieht es hier um die Ritter bestellt aus? Ja, und das, schaut euch das mal an, das ist natürlich nichts. Da müssen wir noch jemanden holen, hätte ich gesagt. Die sind aber auch hier teuer ohne Ende. Ich denke, da müssen wir eigentlich nochmal den Herold entsenden oder halt hier Befehlshaber ausbilden oder den Herold entsenden und Befehlshaber ausbilden. Ich denke, beides wäre möglich. Und ich meine, unsere Einnahmen übersteigen jetzt hier die 5 im Monat. Wir warten aber nochmal ein bisschen, weil nicht, dass wir dann wieder jemanden wegschicken müssen. Wobei, die verharren ja recht lang am Hof, ne?
Das heißt, hier können wir eigentlich jemanden schon mal losschicken und suchen. Wo haben wir es denn jetzt hier? Ritter einladen. Ja. Entsendet den Herold. Fähige Männer für das Hause Kempten werden gesucht. Und jetzt schauen wir hier nochmal drauf. Denn ich wurde in den vergangenen Folgen hier nochmal drauf hingewiesen. Hier. Dass ich das übersehen habe. Primär machen. Macht Grafschaft von Innsbruck zu eurem Haupttitel. Und das machen wir jetzt auch, dass es unser Haupttitel ist. Der Haupttitel ist jetzt Innsbruck. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, müsste eigentlich auch alles Innsbruck heißen. Tatsache, so ist es. Ist die Frage, ob das jetzt groß relevant ist. Ich denke, bezüglich des Vererbens schon. Ne? Aber ich meine, da hätten wir jetzt vorher halt anschauen müssen, wie das da gewesen wäre. Das haben wir jetzt ein bisschen verpasst. Ist aber jetzt auch nicht weiter wild. So, und dann geben wir das hier mal für fähige Männer aus. Das Gute ist ja auch immer, dass man diese hier auch für gewisse Ämter benutzen kann. Oh, jetzt haben wir hier schon Volkart Heinaut, einen Wahnsinnigen. Der hat aber auch ein wahnsinnig gutes Kampfgeschick, ne? Gilt ja als ehrgeizig und tapfer, aber auch faul. Ein bisschen gegensätzlich hier, aber nun ja. Würden wir einen Wahnsinnigen hier als Ritter einberufen. Heimgesucht von Halluzinationen, Wahnvorstellungen und rasenden Gedanken, kann Volker kaum noch zwischen Wahn und Wirklichkeit entscheiden. Ist natürlich immer die Frage, ja, inwiefern wir das merken. Ich meine, dadurch, dass uns das hier kenntlich ist, sehen wir jetzt schon, dass mit dem nicht alles in Ordnung ist. Geistesgestörter Abenteurer. Okay. Der ist aber auch 43, was jetzt auch nicht allzu jung ist. Wahrscheinlich kann man den aber super günstig anwerben, oder? Nee, 90 Gold auch noch. Nee, komm, das kann er mal vergessen. So, das ist jetzt hier gleich abgeschlossen. Noch ein guter Monat. Dann werden wir einfach noch Befehlshaber ausbilden. Und hier wollten wir ja sowieso schauen, ob wir nochmal einen Wechsel vollziehen. Ich glaube, da hatten wir ja noch eine Möglichkeit, ne? Schauen wir mal. Nee, doch nicht mehr. So, ach, das war dieser eine Gast, der so eine hohe Fähigkeit hatte, aber den hätte man dann auch anwerben müssen. Das wäre teuer geworden. Okay, also er hat jetzt hier die Kontrolle auf 100 gebracht. Sehr schön. Wir haben jetzt hier maximale Einnahmen. Und jetzt können wir hier Befehlshaber ausbilden. Und ich hoffe einfach mal, dass er da ein paar Rekruten ranzieht. Weil dass wir da Ritter haben, die hier für uns kämpfen mit Kampfgeschick von 3 oder so, das geht ja gar nicht. Ja. Demnach muss ja sogar unser Hofarzt hier mitkämpfen. Und das will man ja auch nicht unbedingt. Aber ich meine, wenn man so eine kleine Grafschaft noch hat, was will man machen? So, das müsste aber eigentlich noch weiter ansteigen, oder? Ich meine, hier sind es doch Einnahmen von 6,6. Das ist hier noch nicht ganz Maximum. Und hier haben wir Einnahmen von 1. Geht da noch irgendwas verloren? Geht hiervon noch was ab? Ich glaube schon, oder? Ja, hier haben wir 7,6 insgesamt. Und dann kommen ja Vasallensteuern. Nicht ausgehobenes Kriegsvolk. Das ist ja hier dann der Nettobetrag letztendlich. Ja. Ausgaben durch Hofämter. Jetzt wurde hier eine Fraktion gegen uns geschaffen. Ein Bauernpöbel. Was ich nochmal sagen wollte, ich wollte eigentlich nochmal ins Kriegsvolk reinschauen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt hier nicht alles direkt ausgeben fürs Kriegsvolk, weil wir wollen ja auch noch für fähige Leute hier Gold übrig haben. Aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall hier nochmal Kriegsgerät dazu holen. Ja, ich denke, wir haben so hohe Einnahmen, das ist ja gleich wieder drin. Wir bringen mal hier noch die Onager auf Größe 2. Das passt so schon. Jetzt gucken wir mal. Der Bauernpöbel, was hat der denn hier für einen Grund? Ich glaube, weil die Volksmeinung hier so niedrig ist. Ja, Bauern wurde der Wald verweigert. Bis 64 gilt das. Dann sollte es eigentlich vorbei sein. Dann sollte es keine Probleme mehr geben. Hier in Burgau, wie sieht es da aus? Ah, und hier in Innsbruck, da geht es gar nicht drum, ne? Geopferte Aufgebote, ja. Sondern hier. Bei minus 26. Einfach aufgebrachte Bauern. Einfach so, ohne konkreten Grund oder so. Wir gucken aber mal rein, wie gefährlich die sind. In 49 Monaten ein Ultimatum. Okay, also sie sind nicht sonderlich gefährlich. Und was ist jetzt hier eigentlich mit unserer Fraktion?
Ist aber irgendjemand beigetreten, sieht nicht danach aus. Und was ist mit Graf Diepold los? Dem geht's auch nicht gut. Der ist hier sogar schwer verletzt. Einäugig hat der sich den Ruhm getrieben. Verpatzte Krankheitsbannung, schwer heilbare Wunde. Abergläubisch. Eieiei. Befindet sich hier auch bei sich zu Hause. Hat auch einen Nachfolger, der ebenfalls Diepold heißt. Okay. Auch erst 3. Mhm. Na gut, und jetzt ist natürlich noch die Frage, wir schauen mal noch, während wir hier wahrscheinlich noch ein bisschen die Zeit weiterlaufen lassen. Wie sieht es jetzt hier um Herzog Timo aus? 50 Jahre, 1246 Mann. Wie sieht es mit den Verbündeten aus? Ah, die ist halt auch relativ mächtig. Hier 1300 Mann. Ne? Hat sie ja, und das sind noch Geiseln. Okay, also diese 2500 Mann könnt ihr hier stellen. Und wie viele Ritter haben die hier? 8 schon mal direkt. So, und apropos Ritter. Werner. Er gilt als dumm. Zornig und geduldig. Hat auch hier nur diese 2 Eigenschaften. Aber ein zorniger, geduldiger, dummer Ritter, der muss ja hier im Zweifelsfall auch nur das Schwert schwingen. Es wäre natürlich schön, wenn wir einen intelligenten Ritter hätten. Aber ich meine, er ist nicht gerade gesegnet. Bedeutet ja nicht, dass er völlig unfähig ist, aber er kann sich zumindest ausdrücken, wie man hier sieht. Aber Verwaltung, Ränkespiel, Bildung, all das wird von ihm hier auch nicht gefordert. Ihr habt nicht 55. Okay, aber ich denke, oh, der ist auch wieder 38. Vielleicht sollten wir noch den nächsten Kandidaten abwarten. Uns werden ja 3 vorgestellt. Ich meine, ich hätte natürlich hier gern mehr als einen angeheuert. Aber wenn wir uns dann entscheiden müssen, ja, immer halt den fähigsten eventuell. Aber einen davon sollten wir dann schon nehmen. Also, wenn jetzt keiner mehr kommt. Oh, jetzt ist Diepold hier tatsächlich gestorben. Und sein Sohn wird jetzt hier, Moment, das Ganze geerbt haben. Jetzt sind wir hier gar nicht mehr bei Diepold. So, wo ist hier Diepold? So, da haben wir ihn. Und der ist zeugungsunfähig. Wer ist denn danach dann der Haupterbe? Uderschalk von Kempten. Ich meine, Uderschalk als Name hier auch bekannt. Graf Diepold. Wir könnten natürlich jetzt hier sagen, das steht eigentlich uns zu, dann hier Alpsee. Ein entzeugungsunfähiger Junge, der das Ganze hier dann an Uderschalk vererbt. Der Sohn hier von Graf Uderschalk II. Das wäre schon rechtmäßig. Ich glaube nicht, dass wir da groß einschreiten würden und das Ganze beanspruchen würden. Auch wenn wir hier als ehrgeizig gelten. Aber die herrschen ja hier durchaus rechtens. Das löst in uns hier keinen Groll oder sowas aus. Nur der Herzog halt nicht. Ja. So, und wir haben jetzt hier 903 Mann und mit den Siegerdingern zusammen. Oh, die haben ja 2000 Mann. Das heißt so 500 Mann mehr als der Herzog tatsächlich. Und naja, je nachdem, was hier noch dazukommt. Ja. Das heißt, jetzt gilt es eigentlich, Kriegsvolk auf Maximum zu bringen. Mehr Ritter. Und dann können wir eigentlich den Feldzug starten. Würde ich jetzt mal sagen. Mündel profitiert ja von der Unterweisung des Ehepartners. Das ist zumindest schön. Sie kann ja noch ihre Kenntnisse vermitteln. Ja, und idealerweise wäre natürlich gewesen, wenn wir jetzt hier noch einen größeren Bündnispartner bekommen würden. Wie sieht es denn hier aus? Wir sollten da mal regelmäßig reinschauen. So. Friederika von Mansfeld, die Stadt von Düren. Ja, wenn mich hier schon so eine Stadt anschaut, dann ist das eher traurig. Das kann doch aber nicht sein, dass hier nur solche Mini-Bündnisse möglich sind. Was zumindest schön ist, muss man sagen, wir wollen ja dann letztendlich einen Angriffskrieg führen, dass unser Prestige hier wieder annehmliche Werte erzielt. Ich glaube, so 75 Prestige müssten wir für einen Verbündeten ja, investieren, wenn man so ausdrücken möchte. Ja, und dann denke ich, können wir hier ruhig ein bisschen schneller laufen lassen. Warten jetzt einfach mal ab, bis der letzte Ritter hier eintrifft. Georg. Und da können wir auch schon direkt pausieren. 45 Jahre alt, also alles nicht die Jüngsten. Ist ein hervorragender Verwalter. Das wäre doch eventuell auch noch was. Macht uns aber hier wahrscheinlich der kostet uns dann wahrscheinlich auch richtig viel, ne? Aber er bringt uns hier sicherlich auch viel rein, oder nicht?
gucken wir mal. In den Hof rekrutieren. 145. Das gibt's doch nicht. Können ja nicht so viel Gold können wir nicht investieren. Das ist halt, das war ja auch ein Bauernanführer und so weiter. Das ist halt immer, wenn die hier so einen hohen Wert haben. Ich glaube, dadurch sind die dann so extrem teuer. Und klar, er oder weil er hier gierig halt ist, der will halt einen hohen Sold haben. Wir gucken jetzt aber trotzdem mal an unseren Hof und werden diesen einen Dummling einstellen und zu uns holen. So, 55, das ist mir eigentlich auch viel zu viel, aber ganz ehrlich, wir brauchen ja mal noch ein paar Leute. Der bekommt jetzt hier auch direkt noch eine Frau ab, hätte ich gesagt. Werner ist jetzt ein Mitglied unseres Hofes. Warum kann ich ihn jetzt hier nicht verkuppeln? Ich möchte das bitte. Vielleicht nochmal hier in die Ritteransicht reinschauen. Das sollte doch aber gehen. Volkart, ja, der Wahnsinnige. Da haben wir Georg und Werner ist das jetzt hier. Ja, da geht es jetzt. So, und jetzt schauen wir einfach mal. Wir hatten ja hier diesen Filter eingestellt. Ritter Heirat. Und jetzt gucken wir nach einer schönen, jungen Frau. Ach komm, werdet jünger. 27, 24, vielleicht Assis-Alpinisch, Hasala, Sächsisch. Vielleicht nicht die Intelligente hier. Die passen ja überhaupt nicht zusammen. Aber sie ist ja generell zufrieden. Wo kommt sie her? Höfling von Oberbürgermeister Ordulf. Dann zieht die aber jetzt nicht weg, oder? Oder verschwindet er dann wieder? Das war irgendwie sowas Komisches. In einem kürzlichen Kommentar stand irgendwie sowas mit bei, dass die dann eventuell verschwinden. Und das möchte ich auf keinen Fall. Ich meine, wir haben ja hier eigentlich die Auswahl. Dann nehmen wir mal jemanden Erzzeugwart. Obwohl, da dürften die ja nie weggehen, oder? Hier ist auch wieder Höfling. Also die sind halt oft Höfling. Das dürfte eigentlich nicht das Problem sein. Wisst ihr was? Das sei jetzt hier mal ein Experiment. Oh, die ist hier lüstern. Eine religiöse Eiferin auch noch. Aber katholisch zumindest. Bauernanführerin. Dann nehmen wir die einfach mal. Ah, die ist wandern. Da kann das mal nicht passieren. Okay, dann nehmen wir die. Und haben hier vererbliche Eigenschaften. Dann schauen wir mal, ob sie hier herkommt. Spricht sie überhaupt die Sprache hier? Naja, wer weiß. Die haben sich halt hier kennengelernt. Und dann werden wir jetzt mal diesen Vorschlag hier abschicken. Und allzu gern nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Ja, ich hoffe mal, dass wir uns jetzt keinen Hof von Dummen züchten. Aber wo die Liebe hinfällt. Ja, wobei, zu der Zeit hatte das ja auch nicht allzu viel mit Liebe zu tun. So. Die Zeit läuft. Der Krieg dürfte ja auch bald entschieden sein. Wir sind natürlich unser ganzes Gold hier wieder los. Eurem Sohn und Erbe Werner von Kempten kann ein Vormund zugewiesen werden. Das machen natürlich wir persönlich. Jawohl. Und jetzt werden wir eigentlich hoffen, dass unser Ratsmarschall hier weitere Befehlshaber ausbildet. Und jedwedes Gold, was wir jetzt hier übrig haben, werden wir auf jeden Fall in unser Heer investieren. Ich würde sagen, als nächstes dann wieder hier das leichte Fußvolk, dann nochmal die Onaga. Ist die Frage, ob wir zu vorsichtig sind, ob wir eher zuschlagen sollten. Aber ich denke, das ist eigentlich ein ganz gutes Ziel hier. Ja? Beeilt euch, Lehnsherr, ihr müsst das hören. Die arme Elisabeth führt mich eilig in die Gemächer meines Kindes Gundbert. Elisabeth deutet aufgeregt auf Gundbert, also beuge ich mich zu dem Kind hinüber und lausche. Gundbert streckt mir eine vollgesabberte Münze entgegen und sagt, Gold. Okay, jetzt können wir sagen, wie entzückend, aber wir sind halt ehrgeizig und das reicht uns nicht. Kann er denn noch was sagen? Und das arme Kind hier hält Anspannung, oder? Dafür habe ich keine Zeit. Ich denke, ich meine, hier wäre das beides möglich, dass wir das sagen, ja. Wir würfeln das mal raus. Vielleicht haben wir an unseren Zweitgeborenen nicht so die riesigen Erwartungen wie an unseren erstgeborenen Sohn. Und dass wir sagen können, dafür habe ich jetzt einfach keine Zeit. Wir sind hier in den Vorbereitungen, nur weil er hier so ein Goldstück angesabbert hat. Und wir würfeln das einfach mal zwischen diesen beiden Möglichkeiten aus. Ist jetzt wahrscheinlich nicht so entscheidend, aber ich würfel eine 2. Und auch doch, er hat auch gewisse Erwartungen hier. Kann er denn noch was sagen? So, und das kostet jetzt hier, glaube ich, 45, ne? Mhm. Können wir dann auch gleich wieder ausgeben. Müssen wir eigentlich nur einen Monat abwarten. Ich frage jetzt, ob wir erstmal ein Polster
bilden seid. Nein, aber wir sind ehrgeizig. Wir wollen so schnell wie möglich hier. Wobei, wir sind ja nicht ungeduldig. Das Heer aufstellen. So, jetzt können wir mal schauen. Jetzt haben wir ja hier die Möglichkeiten. Und eigentlich werden wir hier Schwerpunktstrategie machen. Bellum Justum Kriegsgrundkosten minus 50%. Das nützt uns natürlich sowieso relativ viel. Da müssen wir nicht so viel Prestige investieren. Und dann als nächstes haben wir natürlich hier die Qual der Wahl, ja. Leichte Reiterei, okay, das braucht man wirklich nicht. Organisierter Marsch ist eigentlich ganz nett. Mit diesem Armee-Bewegungstempo vor allem. Reisetempo geht auch rauf. Generell für unsere Reisegeschwindigkeit in jedem Fall auch ohne Heer. Das wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Dann haben wir hier die Abschirmung, das würde auch was bringen. Oder gebaut für die Zerstörung. Oh, Belagerungswaffeneffektivität plus 40%, also das ist schon enorm. Und ich denke fast, dass wir das eventuell nehmen würden oder sollten. Einfach auch, wir haben ja schon einen gewissen Bonus für unser Belagerungsgerät in Innsbruck. Das spricht ja schon so ein bisschen dafür, dass dort gutes Belagerungsgerät gefertigt wird. Und das würde das noch ein bisschen verstärken. Andererseits, ich meine, organisierter Marsch, ja. Unser leichtes Fußvolk trainiert in den Bergen. Natürlich, wenn die dann im Flachland sind, dann wetzen die davon. Okay, also ich denke, beides wäre dann möglich. Aber das soll ja jetzt erstmal nicht die Entscheidung sein. Die haben wir dann ja erst beim nächsten Mal. Ja. Und für diese Folge machen wir erst einmal Schluss. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin.